Ohne Fleiß kein Preis, habe ich gehört, soll man machen. Deswegen hier auf jeden Fall trotz der fantastischen Temperaturen und der Schwüle, die hier wirklich selbst hier herrscht. Normalerweise echt nicht der Fall, keine Ahnung, das Wetter spinnt. Unfassbar. Wir kommen zu einem ganz schnellen Run hier mit, es gibt... Die Jungs sagen mir gar nichts, ja. Ich habe aber auch hier unten gelesen, dass es die erste Single ist von Eren Can und Batu. Der Titel ist Wir rollen. Das Ganze wurde produziert von AVO und prod by Kendogs. Nice. Hören wir mal rein. Ist gerade in den Trends Platz 3, also muss ja wahrscheinlich was Gutes sein. Das Licht habe ich extra ausgelassen, weil das einfach nur noch Wärme erzeugt. Ey, Batu, Bruder, gib dir das mal. Bruder, erzähl, was gibt's? Das Video hat alles auseinandergenommen. Ey, Bruder, ich sag dir, es ist so weit, dass wir diese Scheiße rausbringen. Ich bin dabei, Alter. Hast du Bock, ein Video zu drehen? Ah, schon auf Instagram, schon richtig durch die Decke gegangen wahrscheinlich, ja? Nice. Dabei spontan ein Video drehen. Gib ihm, Bruder. Cream ist die Fan, Alter. Cream, get the money. Yalla, es geht los. Cream, get the money. All my way to see my friends. Live cover, live for me. Craig David. 7 Days Sample, was hier im Hintergrund läuft, ist wahrscheinlich auch tatsächlich 1:1 die Gitarre aus dem Intro. Ja. Kann man wahrscheinlich machen. Haben die hoffentlich geklärt. War ja eine Riesennummer eigentlich. Wahrscheinlich schon. Cream get the money! Unterwegs in einem Benzer und wir rollen. 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 Ladies sind am Kleben, wenn wir wollen. 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 Guck uns an, wir riechen nach Erfolg. Nach Erfolg. Nach Erfolg. Nach Erfolg. Nach Erfolg. Wir brauchen keine Deals, denn wir sind Gold. Wir sind Gold. Wir sind Gold. Wir sind Gold. Wir sind der freshste Motherfucker auf dem Markt. Ja, also bisher sehr sommerlicher Vibe, schon mal sehr cool auf jeden Fall. Mit dem Sample funktioniert ganz gut, also finde ich gut. Du dich normales, bei mir geht es nur um Bares, wir gehen steil wie auf Cialis. Alle Neider können blasen, sie stellen 100.000 Fragen, mein Erfolg trifft wie eine Gerade, alles läuft so wie geplant. Es geht um Geben und Nehmen, sie wollen den Batu erleben in dieser ekligen Gegend, wir können die Straßen beleben. Um diesen Weg hier zu gehen, musst du das Business verstehen, Cash up. Das ist jetzt interessant, weil das Sample, also die Melodie, die mir gespielt wurde mit der Gitarre, eigentlich ist im Original, ich glaube hier im Intro war das auch noch die Gitarre. Cream get the gehe ich mal von aus, aber hier ist es dann mit so einem Marimba oder Kalimba oder Vibraphon, also ne, irgendwas, so ein Schlägelinstrument-mäßiges, dann nachgespielt und da ist sehr viel Reverb drauf, sodass es einfach räumlich nochmal viel, viel mehr aufgeht. Interessant auf jeden Fall. Alle sprengen, Money regen, Partys crashen, Bitches schreien, wie besetzen, Texte fetzen, Melos testen, alle gerade bis zum letzten. Das Business verstehen, ich hab Probleme geregelt, ich scheint die Sonne im Regen. Ey, yo, Adam, Bruder, ja, brennen, lass alles ficken, alle sprengen, Money regen, Partys crashen, Bitches schreien, wie besetzen, Texte fetzen, Melos testen, alle gerade bis zum letzten. Cream bewerben, Zeichen setzen, Anvisiere, Kafferbrechen. Geil, dass sie so einen Dialog als Rap-Hard reingebaut haben, hab ich auch schon länger nicht mehr gehört. Ja, auf jeden Fall auch cool. Unterwegs in einem Benzer und wir rollen. 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 Ladies sind am Kleben, wenn wir wollen. 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 Guck uns an, wir riechen nach Erfolg. Nach Erfolg. Nach Erfolg. Nach Erfolg. Nach Erfolg. Wir brauchen keine Deals, denn wir sind Gold. Wir sind Gold. Wir sind Gold. Wir sind Gold. Wir sind freshste Motherfucker in der City und... Auch... Ja, es hat jetzt nicht irgendwie voll Autotune drauf oder sonst irgendwas und gerade dann so die Hook, ohne dass man Sänger ist, zu singen, ist dann natürlich auch immer ein Statement, ja. Finde ich jetzt aber so, wirkt irgendwie authentisch, ja. Also ich finde jetzt nicht, ich finde es jetzt nicht schlecht, sogar vielleicht mal ganz erfrischend, dass man sowas wieder klassisch hört, so wie Rapper das früher gemacht haben, wenn die Hook so ein bisschen Sing-Sang-mäßig angelegt haben, so wie hier das ist. Also ich sag mal Sing-Sang, weil das nicht so hundertprozentig gesungen ist, aber melodisch angelegt. Finde ich echt nicht schlecht. Das wirkt halt echt nochmal so ein gutes Stück authentisch. Also cool. Und ihr wisst es, blick rüber zu den Bitches, sie wissen, ich mach Business. Von Null gestartet und bald rich, Kid, ich dräng euch aus dem Blitzlicht, weil zweimal in der Woche zum Friseur gehen bei uns Pflicht ist. Es läuft alles wie gewohnt, sitz gechillt auf meinem Thron, geh den Weg in neuesten Sneaker, aber keine Emotion. Irgendwann wird es sich lohnen, sagte Mama zu ihrem Sohn, droppte Videos auf Insta und die Scheiße wurde groß. Alles wie gewohnt, Ladies auf dem Schoß, sitz gechillt auf dem
Okay, ich habe mich gerade gewundert, weil hier so eine kleine Gesangseinlage als Adlib kam. William Sohn droppte Videos auf Insta und die Scheiße wurde groß. Alles. Ja, die ist groß. Ja. Wie gewohnt, Ladies auf dem Schuh. Aber jetzt fängt er dann richtig an zu singen. Du sitzt gechillt auf dem Thron, chillt auf dem Thron. Irgendwann wird es sich lohnen. Liefer weiter ab und die Scheiße wird groß. Unterwegs in einem Benzer und wir rollen. Wir rollen und wir rollen. Wir rollen und wir rollen. Ich muss sagen, das Master ist tatsächlich. Ja, ist das jetzt aber wirklich, ne, wenn man das als Kritik empfangen möchte, ist es auf dem allerhöchsten Niveau, es ist nicht sehr laut. Und dafür, dass es nicht so laut ist, ist es dynamisch auch, ja, jetzt hat es dynamisch auch nicht viel dazu gewonnen, dass es vielleicht nicht so laut gemastert wurde. Ja, aber sonst finde ich trotzdem, dass es sehr coolen Vibe hat. Hier in der Hook habe ich jetzt auch gerade gehört, dass tatsächlich da das auch mehrstimmig angelegt ist, dass hier einer noch mit einer tiefen Stimme darunter gegangen ist, also auch wirklich selbst eingesungen, so hört sich das an, beziehungsweise eingerappt und nicht mit Autotune oder so runtergepitcht. Und das dann eben schön auf rechts und links verteilt, hart. Gerade hier beim Einstieg hört man das super. Unterwegs in einem Benzer und wir rollen, und wir rollen, und wir rollen, wir rollen, und wir rollen. Ladies sind am Kleben, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen. Guck uns an, wir riechen nach Erfolg, nach Erfolg, nach Erfolg, nach Erfolg, nach Erfolg. Wir brauchen keine Deals, denn wir sind Gold, wir sind Gold, wir sind Gold, wir sind. Das singt jetzt Bato, richtig? Der singt schon ein bisschen mehr, also der hat mehr dieses Gesangsding. Hat er das in der ersten Hook auch schon gesungen? Nee. Wir wollen den Bato erleben, mag du. Nach Erfolg. Doch. Wir brauchen keine Deals, denn wir sind Gold. Wir sind Gold, wir sind Gold, wir sind Gold. Wir sind der freshste Mann. Ja, es ist schon gesungen, aber so noch ein bisschen zart. Also, ich finde, er könnte sich so ruhig noch ein bisschen mehr trauen, da aus sich rauszukommen. Vielleicht ist es das. Nach Erfolg, nach Erfolg, nach Erfolg. Wir brauchen keine Deals, denn wir sind Gold. Wir sind Gold, wir sind Gold, wir sind Gold, wir sind Gold. Ja, Radioeffekt, klassisch. Oh, wirft er den Schuh. Cool. Macht Spaß auf jeden Fall. Was kommt jetzt? Guck, ich bleibe fokussiert, so wie Julio Neymar. Geh zu Melodien, bin ich Julio Cesar. Bitches stalken mein Profil, checken ab und komm nicht klar. Was für Major Deal, ich will 100 Millionen Bar. Guck, ich bleibe fokussiert, so wie Julio Neymar. Geil, hier wieder dieses, was war das, Baby? Need You Dilemma von Nelly Sample. Das Ja, da merkt man schon, wenn da, hier ist nämlich Autotune dann auf der Stimme drauf, dass es dann doch nochmal ganz anders dann wirkt, ist schon nochmal ein Riesenunterschied. Es ist aber auch einfach Hörgewohnheit, ne? Man hat so viel jetzt mit Autotune gehört die letzten Jahre, dass wenn da einer mal ohne Autotune singt, man ein bisschen denkt so, jo, was ist das denn? Nee, finde ich cool. Hat trotzdem einen sehr, sehr coolen Sommervibe. Hier im Mix hätte ich vielleicht, ich finde, der Bass geht so ein bisschen unter. Das ist ja so ein Sub-Bass. Der hätte vielleicht noch ein bisschen dicker daherkommen können. Ist wahrscheinlich im Mix passiert. Wir sind Gold, wir sind Gold, wir sind Gold. Ich bin der freshste Motherfucker auf dem Markt und ich nehme alles. Bei mir geht es nur um Bares. Wir gehen steil wie auf Cialis. Alle Neider können blasen, sich stellen 100.000 Fragen. Mein Erfolg trifft wie eine Gerade. Alles läuft so wie geplant. Es geht um jeden. Ne, die Power in den Raps ist geil, die Lines, das ist nicht meine Expertise, aber würde ich sagen, sind auch gut. Flow ist gut, Groove ist gut, also echt rundes Ding. Also ich würde jetzt behaupten, dass das für die erste Single ein sehr starker Start ist, sehr stark. Vor allen Dingen, ne, je nachdem wie die Konstellation auch hier ist, wer alles dahinter steht und so weiter. Gutes Ding. Ich finde das wirklich interessant, hier nochmal auf die Art und Weise das Craig David Sample zu hören.
Ich war riesen Fan von der Nummer damals. Die hat mich auch sehr zum Gesang gebracht. Und ja, echt schön, das auch mal so zu hören. Vielleicht kann ich das ja ganz kurz mal hier anspielen, wenn das Internet mitspielt. Ja, tut es nicht. Okay, gut, dann lassen wir das. Aber hört euch das gerne mal an. Craig David, 7 Days. Sehr, sehr schöner Song. Auch nochmal da an das Original erinnert. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Ja, da kommt die Einblendung auch nicht mehr. Die Technik. Vielen Dank. Naja, bis zum nächsten Video. Jeden Tag, jetzt kommt's. Gibt's zwei Videos. Checkt unten mal meine Spotify Top 20 Playlist ab. Die wird jeden Freitag aktualisiert. Und da sind diese Woche echt schöne Songs wieder drin. Letzte Woche war so, für mich ging so, ne? Aber jetzt diese Woche wieder echt schöne Nummern drin. Bis zum nächsten Mal.